Dies ist der Popular Mechanics Countdown der bahnbrechendsten Gadgets aller Zeiten. Fangen wir bei Nummer 101 an. Erfunden, um im Zweiten Weltkrieg Feuchtigkeit aus Munitionskästen fernzuhalten, schrieb das Isolierband Geschichte und veränderte die Welt. In nur einem Jahr verkaufte ein einzelner Hersteller genügend Isolierband, um die Erde 20 Mal zu umwickeln. Baumwollnetz bildet die Grundstruktur. Es macht es stark genug, um einen Wagen anzuheben und doch so geschmeidig, dass man es mit bloßen Händen zerreißen kann. Jeder hat schon einmal Isolierband für eine Reparatur benutzt, die fachgerecht hätte ausgeführt werden sollen. Ich bin schon mal in einem Wagen gefahren, in dem ein ganzes Fenster aus Klebeband eingebaut war. Es ist nicht nur etwas für halbgare Heimwerker. Isolierband hat die amerikanische Geschichte geprägt. Am 13. April 1970 beschädigte eine Explosion die Apollo 13. Diese setzte die dreiköpfige Besatzung einer potenziell tödlichen CO2-Belastung aus. Dutzende NASA-Koryphäen und Milliarden Dollar, die ihnen im Raumfahrtzeitalter zur Verfügung standen. Doch die Lösung war klar: Isolierband könnte die Besatzung retten. Als wir die Ladeliste durchgingen, fanden wir darauf Isolierband. Wir wussten, dass wir nun hatten, was wir brauchten. Ed Smileys Team entwickelte einen Filter, der aus Plastiktüten, Pappkarton und Gummiröhren bestand. Das Ganze versiegelten sie mit einem Klebeband. Das war angewandte Mechanik. Die Astronauten sammelten alle Materialien ein und machten sich an die Arbeit. Sie benötigten rund 30 Minuten, um die Vorrichtung zu bauen. Minuten später normalisierte sich der CO2-Spiegel. Innerhalb von 2 Tagen kehrte die Besatzung sicher zur Erde zurück. Wie landet so etwas Einflussreiches wie Isolierband unter den Top 101? Sehen Sie, wie die Liste von Popular Mechanics-Experten, dem führenden Technikmagazin, erstellt wurde. Als wir die Liste zusammenstellten, arbeiteten wir mit einigen der klügsten Technikexperten im Lande zusammen. Mit dabei waren unter anderem Buzz Aldrin, der Astronaut, der auch unserem Beraterstab angehört, Tim Wu, Autor und Technikexperte, und David Polk von der New York Times. Sie alle leben und arbeiten täglich mit Spitzentechnologie. Über 20 Jurymitglieder trafen sich, um die tollsten Gadgets der Welt auszurufen. Die Ergebnisse wurden geordnet und nun als die definitive Liste der 101 Gadgets, die die Welt veränderten, veröffentlicht. Zurück zum Countdown mit Gadget 100. Sie verwandelte einen Freizeit in einen Hochleistungssport. Die Fiberglas-Angelrute. In den 50ern gab es ein Embargo für chinesischen Bambus. Die Angelrutenhersteller mussten sich etwas anderes einfallen lassen. Fiberglas. Es stellte sich als überlegenes Material heraus. Nummer 99. Die Legende sagt, die erste sei für König Ludwig den 15. gemacht worden. Die Heftklammer. Jahrhunderte später sind sie so heiß begehrt, dass sie nach Kugelschreibern, Bleistiften und Papier die am vierthäufigsten geklauten Büroartikel sind. Nummer 98 spürt Staubmäuse mit derselben Technologie auf, die Landminendetektoren nutzen. Der Roomba-Roboter-Staubsauger. Leute, die wie ich mit den Jetsons aufgewachsen sind, dachten, sie besäßen eines Tages humanoide Mehrzweckroboter. Doch eigentlich zeigt der Roomba, dass wir viele Einzweckroboter haben, die auf individuelle Aufgaben zugeschnitten sind. Nummer 97. Vom Impfstoff über den Feuerlöscher bis zum Insektenspray. Alles steckt in Spraydosen. 13 Milliarden werden jährlich produziert. Drückt man auf die Düse, dann öffnet sich ein Röhrchen, das unter Druck stehende Flüssigkeit als feinen Nebel freisetzt. Eine Feder verschließt die Dose, sobald man die Düse loslässt. Wie hat sie die Geschichte verändert? Das klassische Beispiel sind die Insektenbomben, die man im Zweiten Weltkrieg verwendete. Am Kriegsschauplatz Pazifik waren Moskitos ein ebenso hartnäckiger und gefährlicher Gegner wie die japanischen Soldaten. Die Malaria suchte die Truppen dort regelrecht heim. Doch die Moskitoabwehr war in den frühen 1940er Jahren primitiv. Insektizide wurden mit einfachen Handpumpen versprüht. Doch amerikanischer Erfindergeist schuf schließlich die Insektenbombe.
Es ist ein schweres Ding aus massivem Metall. Auf diesen ursprünglichen Kohlendioxidbehälter setzte man das Ventil von einem Gasbrenner drauf. Es enthielt Pyretikum, Sesamöl und Freon. Öffnete man dieses Ventil, wurde die gewünschte Menge freigesetzt und tötete alle Moskitos. Die Insektenbombe wirkte unmittelbar. Die Malaria-Infektionen gingen dramatisch zurück. Unglaubliche 50 Millionen Insektenbomben wurden bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs produziert. Eine Erfindung, der ein großer Anteil am amerikanischen Sieg im Pazifik zugeschrieben wird. Gadget Nummer 96 rettete eher Gliedmaßen als Leben. Die automatische Skibindung. Sie reduzierte die Knieverletzungen bei Skiunfällen um verblüffende 90%. Nummer 95. Ein Raketenwissenschaftler dachte sich diese aufgemotzte Spritzpistole aus, die Super Soaker. Über 250 Millionen Super Soakers wurden seit ihrer Markteinführung in den 1980er Jahren verkauft. Wenn ihre nächste Poolparty oder der Wet T-Shirt Contest ein Hit wird, bedanken sie sich bei einem Raketenwissenschaftler. Nummer 94 half dabei, eine gefürchtete Krankheit zu heilen, der Mixer. Erstaunlicherweise benutzte Dr. Jonas Salk einen Mixer und Affennierengewebe, um 1952 die erste Polio-Impfung zusammenzurühren. Wollen wir hoffen, dass er ihn ausgewaschen hat, bevor er seine Errungenschaft mit einer Margarita feierte. Nummer 93. Gadgets sind nicht nur etwas für Jungs. Seit 1893 hält der Büstenhalter hoch und zusammen, was zuvor unten und auseinander hing. Der Büstenhalter ist der über die Schulter alles Halter. Als Frau brauche ich dazu wohl nicht mehr zu sagen. Nummer 92. Das Original bestand aus Stahl und wog gut 9 Kilogramm. Die Kühlbox. Wie wäre es mit knackiger Markenbildung? Die erste Kühlbox nannte man tragbare Kühlbox für die Aufbewahrung von Nahrungsmitteln. Vom gekühlten Bier bis zum lebenrettenden Spenderorgan. Die Amerikaner vertrauen ihre kostbarsten Güter seit 60 Jahren der Kühlbox an. Nummer 91 hat unsere Fernsehgewohnheiten verändert. Der digitale Videorekorder. Seit 1999 versetzt uns der DVR in die Lage, auszuwählen, was wir wann am liebsten sehen wollen. Nummer 90. Seit fast 80 Jahren ist es weltweit ein Symbol für Coolness. Das Zippo, die Ikone unter den Sturmfeuerzeugen. Das Tolle am Zippo ist, dass man sieht, wie sich die Rädchen drehen. Es verkörpert geschmeidige Action. Mit einer Bewegung kann man eine Flamme erscheinen lassen. Doch was macht das Zippo einzigartig? Es ist der kleine Windfang, der den Docht vor Luftzug schützt. Durch seine Löcher lässt er genügend Sauerstoff, sodass die Flamme nicht erlischt. Seit der Markteinführung hat Zippo über 400 Millionen Feuerzeuge produziert. Ich assoziiere Zippo immer mit dem Militär. Es war der persönliche Gegenstand der Soldaten. Als ich in der Armee war, hatte ich das Zippo immer in der Tasche. Eine Schachtel Zigaretten und das Zippo. Jerry Weintraubs Karriere im Showgeschäft begann in den 1960er Jahren, als er Konzerttourneen für Frank Sinatra organisierte. Frank rauchte und er hatte immer ein Zippo dabei. Er benutzte immer ein Zippo. Zu den vielen Filmen, die Weintraub produziert hat, gehören der Film Ocean's 11 sowie die beiden Nachfolger. Ich habe sie als Hommage an Frank in diesem Film benutzt. Sie dienten als Gadget, um eine 7 oder eine 11 zu würfeln. Es gab kein besseres Symbol dafür, eine 7 oder eine 11 zu würfeln, die einen zum Gewinner machen, als das Zippo. Zu meiner Zeit besaßen Gewinner ein Zippo. Wir zählen die 101 Gadgets, die die Welt veränderten, herunter. Doch wie ermittelte Popular Mechanics in einer Welt, die randvoll von technischen Wundern ist, die Rangfolge von Gadgets? Wenn man so eine Liste aufstellt, kommt es natürlich zu Meinungsverschiedenheiten. Warum kommt das eine auf Platz 41 und das andere auf Platz 45? Wie entscheidet man, ob eine Angelrute besser ist als ein digitaler Videorekorder? Da gab es viele Diskussionen, doch letztlich erschien uns alles ziemlich klar. Auf jedem Gebiet fanden wir Technologien, ohne die man sich das Leben nicht mehr vorstellen kann. So bemerkt man, wie wichtig sie geworden sind. Mehr als 20 Experten stritten über die 101 Top-Gadgets und stimmten ab. Doch keiner der Technik-Experten wurde bei der Erstellung der ultimativen Wunderdinge-Liste ernsthaft verletzt.
Zurück zum Countdown mit Gadget Nummer 89. Das Design ist aalglatt. Teflon. Es hält nicht nur Eier davon ab, in der Pfanne kleben zu bleiben. Die rutschigste Substanz der Welt wurde auch in Raumanzüge eingearbeitet, um die Astronauten vor Kratzern zu schützen. Nummer 88 beweist, dass es nicht auf die Größe ankommt. Der USB-Stick. Vor einer Dekade eingeführt, speichert der leistungsstärkste über 175.000 Mal so viele Daten wie eine 3,5 Zoll Diskette. Der USB-Stick bewahrt Ihre Daten auf. Er ist super schnell. Er besitzt keine beweglichen Teile und hält lange. Er braucht keine Energie und macht keinen Lärm. Jeder Einzelne kann heute über so viel Kapazität verfügen wie das MIT oder IBM in den 1970er Jahren. Unglaublich. Das Geheimnis des USB-Sticks liegt im Speicherchip. Weil er keine beweglichen Teile besitzt, ist er weniger störanfällig. Anders als Festplatten, die durch Erschütterungen leicht beschädigt werden. Er ist ein Symbol für simple Bequemlichkeit, wird aber ebenso als mächtige Spionagewaffe benutzt. Im Sommer 2010 legte ein USB-Stick, der mit dem Computervirus Stuxnet infiziert war, das iranische Atomprogramm praktisch lahm. Der Stuxnet-Virus war ein sehr raffinierter kleiner Virus, aber er zielte nur auf ein spezifisches Computersystem in einer iranischen Nuklearanlage ab. Waren es die USA oder Israel? Niemand will etwas zugeben. Doch wegen des USB-Sticks erlitt der iranische Präsident Ahmadinejad einen herben Rückschlag. Man kann sich diese USB-Sticks tatsächlich wie Präzisionsmunition vorstellen, wie eine Lenkwaffe. Nummer 87. Veränderte die Werbung für immer. Das Ginzu-Messer. Ohne es müssten wir ohne, Moment, es kommt doch besser, leben. Es vollbrachte Höchstleistungen, wie Dosenblech und danach Tomaten zu schneiden. Warum man das tun sollte, das weiß niemand so genau. Aber 50 Millionen Dollar später stehen die Vorführer immer noch bereit. Nummer 86 stellt für 8 Millionen Amerikaner wieder etwas her, das die meisten für selbstverständlich halten, das Hörgerät. Die frühesten Modelle waren aus sperrigen Hörnern, Seeschnecken und Trichtern gefertigt. Doch 1952 machte der Transistor das moderne Hörgerät möglich. Ohne Gadget 85 wäre der Mount Everest unbezwungen geblieben. Die Sonnenbrille. Die meistverkaufte Marke ist Ray-Ban. Als Tom Cruise in Top Gun das Modell Aviator trug, sprangen die Verkaufszahlen auf 1,5 Millionen Stück. Nummer 84 ist wohl der Wachmacher unter den Gadgets. Die Kaffeemaschine. 1972 eingeführt, schaffte sie das Nachgießen und den herunterfallenden Kaffeefilter ab und schuf nebenbei wohlschmeckenden Kaffee.